So, da wären wir wieder und ich habe gute und schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten. Ich habe in den Kommentaren gelesen, wo unser Heilzauber sich versteckt hat. Den haben wir nämlich übersehen, sind einfach dran vorbeigegangen. Schlechte Nachrichten. Er ist ziemlich weit oben. Also, falls ihr euch noch an Folge 2 erinnert, da war eine Tür mit einem grünen Knopf und direkt daneben eine Druckplatte. Und wenn man den direkten Weg gegangen wäre und auf die Druckplatte getreten hätte, wäre die Tür wieder zugegangen. Das haben wir aber umgangen, indem wir einfach gestraft sind. Und dadurch haben wir nicht die Ecke gesehen, wo denn wohl die Schriftrolle drin lag. Also ja, wir müssen jetzt den Weg wieder zurückfinden. Wobei ich jetzt gerade gar nicht so wirklich weiß, wo wir sind. Das heißt, wir müssen jetzt durch die kaputte Tür wieder zurück. Bei dem Fallgitter durch, das zugeschnappt ist, nachdem wir teleportiert wurden. Oh Mann, oh Mann. Das kann ja noch lustig werden. Also da geht's nicht lang. Hier sind überall Würmchenscheiben und Pilze. Das ist kein Brokkoli. nee, ne? Na gut. Das machen wir dann später nochmal. Also, hier sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Hier ist die Tür, die wir gespalten haben. Mit der mächtigen Axt. Von unserem eigentlich Magier, den wir denn doch zum Krieger gemacht haben, Gosmog. Und was macht der Steinhaufen da? Eigentlich sollte hier nichts mehr leben. Außer die Dinger respawnen doch wirklich alle. So, nicht vergiften, schnell töten. Ah, er ist vergiftet. Tu das Zauberbuch mal weg und deine Keule wieder in die Hand. Und das Gift heilen wir einfach kurz aus. Auch wir sollten vorher mal die Zaubersprüche neu laden. Denn Leute mit vollem Mana verschwenden Mana, wenn sie schlafen. So, so, so. Schlafen. Auch wenn das Gift jetzt nicht so viel Schaden macht, aber es ist doch nervig. Nur noch drei. Und jetzt macht immer entweder drei oder vier. Das verringert sich nicht. Das wäre ein cooles Feature. Wenn es zuerst viel Schaden macht und dann sukzessive immer weniger, war hier ein Dreher? Nö, ich habe mich nur verklickt. Eine geschlossene Tür. Na gut. Oh. Also bei unserer Suche nach dem Weg nach draußen haben wir einen weiteren Bereich gefunden. Eigentlich dachte ich, wir hätten alles abgeklärt, bevor wir da durch die Tür gegangen sind. Und hier sind lauter Steinviecher. Na gut, das sind alles Magier-Level, die wir trainieren. Und die braucht jeder von uns. Bist du mal tot? Nö. Dann geh du mal auf die Seite. Und wir schmeißen einfach weiter bis zum geht nicht mehr. Du stehst auch links. Geh mal nach rechts bitte, da muss ich nicht jeden hier umfriemeln. So, ein Gift, noch ein Gift, noch ein Gift und er ist alle. Da muss Gosmog ran. Na, also. Ist hier denn noch irgendwas? Oder waren hier jetzt nur Gegner? Oh, Steine, noch mehr Steine. Aber nichts auf dem Boden oder sonst wie. Aber gut. Den Bereich hätten wir jetzt so nicht wiedergefunden, wenn wir nicht zurückgegangen wären. Das ist also schon mal was Gutes. So, wo geht's? Hier geht's auch nicht weiter. Aber hier sind kleine Nischen. Vielleicht ist da was drin. Nö, auch nicht. Gut, das ist also eine Sackgasse. Das anscheinend auch. Geht es hier zurück zu der kaputten Tür? Gut, also in unserem Rücken ist die kaputte Tür. Linksrum ist der Bereich, den wir gerade aufgedeckt haben. Und hier rechtsrum ist der Weg nach oben. Ah, schön, schön. Und wo wir gerade so halb ziellos, planlos durch die Gegend wandern, sollten wir auch Ausschau halten nach einem Springbrunnen. Also diese Brunnen, die hier an der Seite dran hängen, um unsere Wasserbeutel wieder aufzufüllen. Und, unseren Durst zu stillen. So, hier ist der Altar. Hier sind die ganzen Türen, die wir aufgemacht haben mit den goldenen Schlüsseln. Hier geht es zu den Räumen, wo die Schlüssel herkommen.
und da müsste es gleich wieder hochgehen. Genau. Und Wasser. Gluck, 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 gluck. Gluck, 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 gluck. Gluck, 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 gluck. Gluck, 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 gluck. Und alle sind voll. Schön, dann machen wir die Beutel auch noch voll. Einmal dich. Und dich. Und dich. Auch wenn die wirkliche Durststrecke, glaube ich, erst später kommt in ein paar Leveln. Da gab es dann ein, zwei Level lang gar keine Wasserspender. Und da musste man dann schon ab und an wieder zurücklaufen. So, jetzt suchen wir die Tür, die man öffnen kann mit dem grünen Schalter an der Tür. Also ein Metallgitter war das. Und davor war ein großer Raum mit einer Druckplatte. Bisher ist es nur ein Weg, den man gehen kann. Also wir können schon mal nicht verlaufen. Das ist immer gut. Hier ist kein grüner Schalter, sondern ein brauner. Und es ist immer noch ein Weg. Jetzt sind es zwei. Aber hier ist nichts. Oh. Noch was, das wir übersehen haben. Wir haben recht viel übersehen, kann das sein. Aber gut, ich habe hier immer noch keine Karte angefertigt, wo man überprüfen könnte, ob man schon überall war. Aber es ist mir dann doch ein wenig zu viel Arbeit momentan. Weil zu groß sind die Gebiete ja noch nicht. Da drehe ich lieber noch ein, zwei Folgen extra, anstatt die Zeit damit zu verbringen, eine Karte zu zeichnen. So, wir sind bald ganz am Anfang, wenn das so weitergeht. Hier war eine Kiste. Oder der Kompass, eins von beiden. Genau, hier war der Secret-Bereich. Mit dem Gandalf-Spruch. Immer nur noch ein Weg. Sackgasse. Komm schon, ich will endlich den Heilzauber haben. Das sieht schön weitläufig aus. Aber nee. Ah, genau der ist das. Also der Knopf war nicht direkt an der Tür, sondern weiter daneben. Und in den Kommentaren stand, dass hier irgendwo, nämlich genau da, die Schriftrolle ist. Boah, Mann, 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 Mann. So, Zauberbuch. Was sagst du uns? Du sagst uns, Vibro macht ein Serum, um Gift zu heilen. Ja, perfekt. Vibro. Also Wasser und dann dieses Yin-Yang. Gut, das merkt man schon mal. Das heißt, danach kann das hier auch weg. Schwupps. Und du bist dann wohl der Heilzauber. Ja. Wie in einer Flasche erschafft ein Serum, das Wunden heilt. Das Wie haben wir gerade gelernt. Von dem anderen Spruch schon. So, das probieren wir auch gleich mal aus. Mit ganz vielen Flaschen. Oh, er ist zu überladen. Njam, njam, njam. Wir sollten unser Essen eigentlich mal irgendwo zwischenlagern, wo wir dann später wieder hinkommen können. Weil so ist unser Inventar vollkommen zugemüllt. So, Flasche. Flasche. Und noch eine Flasche. Und du auch eine Flasche, denn auch unsere Krieger brauchen Priesterlevel. Das sind alles Lebenspunkte. So, Lederhosen sind besser als blaue Hosen. Blaue Hosen sind nicht besser als Lederhosen, nicht besser als andere blaue Hosen, auch nicht besser als Lederhosen. Das heißt, ihr kommt auch weg. Das war ja ein sehr kurzer Wurf. Na okay, flattert ja auch in der Luft und so. Also, Gosmog. Gosmog macht einen Heiltrank und trinkt ihn gleich. Und macht einen Heiltrank und trinkt ihn gleich. Und das macht vielleicht noch ein paar Mal, um zu gucken, wie lange es dauert, bis wir endlich ein Priesterlevel bekommen mit ihm. Er ist schon ein Neophyt-Priester. Jetzt weiß ich nur die Reihenfolge nicht mehr. Aber ein bisschen Training kann ja nicht schaden. So.
Axt in die Hand. Der Säbel kann eigentlich weg, weil die Axt müsste besser sein. Will ich jetzt aber so nicht testen. Nicht, dass wir nochmal hier hochlaufen müssen, um die Axt wieder zu holen. Obwohl, bis dahin haben wir schon bessere Waffen gefunden. Also Säbel weg. Immer noch überladen. Das war bestimmt voller Essen. Ja. Kann einer von euch... Nee, die haben alle auch schon kistenweise Essen. Das geht echt nicht an. Na gut, nicht so viel schnacken, mehr Heiltränke machen. Du machst einfach nur ganz billige Heiltränke, denn wir wollen eigentlich nur ein bisschen üben. Und unsere Wunden heilen, wenn sie denn welche da haben. So, er hat keine Wunden, er hat keine Wunden, er hat keine Wunden, er hat keine Wunden. Super. Dann trinken wir jetzt die Tränke nochmal auf. Aus. Und machen etwas teurere Tränke, die wir dann trinken können, falls mal irgendein ganz garstiges Monster kommt. Nein, das war der falsche. Und reicht nicht mehr. Na gut, Elijah kann das Ganze auch. So. Die kriegen jetzt unsere Zauberer in ihre Taschen. Flasche da, noch jemand Flasche, ja, da und da. So, das. Nächster Heiltrank und nächster Heiltrank. Kriegen unsere Krieger, damit jeder immer ein paar Heiltränke bei sich hat, damit man schnell sich heilen kann. So, die gibt's doch nochmal, Elijah. So, also, er hat ein, er hat zwei. Er hat drei. So, jetzt hat jeder zwei Heiltränke auf der dritten Stufe. Das ist schon ganz ordentlich. So, dann kriegst du wieder den Keul in die Hand und den Kompass in die andere. Du kriegst deinen Schleuder. So, und jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Also, da ist die Druckplatte, auf die wir nicht gehen sollten, sonst geht die Tür hier zu. Da lang. Da wieder runter. Ja, runter müsste eigentlich einfacher sein. Das merkt man sich irgendwie eher. So, darum, darum. Also, wir haben jetzt unseren Heilzauber. Wir haben unterwegs Wasser aufgefüllt. Besser hätte es gar nicht laufen können. Und wir haben noch zwei Bereiche gefunden, die wir sonst übersehen hätten. Weil wir hierher bestimmt nicht wieder zurückkehren. Erst später gibt es Gebiete, in die man öfters zurückkehren muss. Und wir haben jede Menge Heiltränke gebastelt für den Vorrat und dabei noch ein Priesterlevel bekommen. Also ja, alles in allem eine recht produktive Folge. Wenn wir jetzt noch zurück nach unten kommen, ist alles Suche. Und runter, runter, runter. Na, es dauert noch, bis die Treppe kommt. Wenn ich mich nicht irre oder verlaufe. Aber noch ist es relativ schwer, sich zu verlaufen. Ich stelle mich damit besonders gut mit an. Aber später wird das richtig garstig. Wenn man da nicht die ganze Karte im Kopf hat oder eine ordentliche Karte neben sich liegen hat, dann dreht man sich nur im Kreis. So, das war jetzt einmal nach unten. Jetzt sind wir in dem Gebiet, wo die ganzen Zimmer waren oder Räume. Und hier die ganzen Goldschlüssel für die Tore. Aber hier kann man sich... Nein, nicht so viel gegen die Wand laufen. Das tut doch weh, Jungs. Hier kann man sich gar nicht verlaufen, denn die ganze Ebene ist recht klein, wenn man die Räume überspringt. Also einfach dem Hauptgang hier folgt. So, und jetzt sind wir bei der Treppe, wo der Cliffhanger war. Genau. Bereite dich darauf vor, dein Schicksal zu treffen. Ich habe immer noch kein besseres Wort gefunden. Aber ich habe auch nicht wirklich gesucht. Na gut, das war's jetzt für diese Folge. Wir hören genau da auf, wo die letzte aufgehört hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.